Hier haben wir Imam Qurtubi. Sein Tafsir, Sure 7, Vers 54. Ja? Der erste Vers mit Istiwa, mit Erheben über dem Thron. Hier sagt er, dann hat er sich über den Thron erhoben. Diese Frage, da haben die Gelehrten viele Aussagen drüber. Und wir haben die Aussagen davon in dem Buch XY schon klar und deutlich gemacht und haben erwähnt, dass es 14 Aussagen gibt. 14, du kannst selber nachgucken. Ja? Und keiner von den Salaf al-Saleh hat es negiert oder kritisiert oder geleugnet vielmehr, dass sich Allah real über seinen Thron erhoben hat. Sondern was? Was sie nicht gewusst haben, ist das Wie von diesem Istiwa. Denn die Realität davon, also die wahre Beschaffenheit davon, die ist nicht bekannt. Was ist das? Das ist genau das, was wir sagen. 1:1. 1:1. Jetzt noch ein Buch, was du überall findest. Überall. Sahih al-Bukhari. Dann gibt es das Kapitel 22 in Kitab Tawhid, das letzte Buch in Bukhari. Und da geht es um den Vers وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Sein Thron war über dem Wasser. Und dann zitiert er Abu al-Aliyah von den Salaf und Mujahid. Wer ist Mujahid? Mujahid ist der Schüler von Ibn Abbas, die ersten drei Generationen. Der von Abbas, die Bedeutung, Ibn Abbas, radiallahu anhu, die Bedeutung des Korans erklärt bekommen hat. Und von wem hat Ibn Abbas die Bedeutung des Korans erklärt bekommen? Vom Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Heißt nicht, dass er in manchen Sachen nicht Ijtihad gehabt hat, aber in diesen Sachen, was Namen und Eigenschaften angeht, mit Sicherheit nicht. Und es gibt 7 Stellen im Koran mit Istiwa. Da wird ihm garantiert nachgefragt. Dann, was sagt Mujahid und Abu Aliyah, was die Bedeutung von Istiwa ist? Irtafa'a a'la. Jeder kann es nachlesen. Das heißt, sich erhoben. Sich erhoben, nicht Istaula. Erobert. Er hat den Thron erobert. Von wem denn? Oder was weiß ich? Sondern Irtafa'a a'la. Trau dich einfach. Trau dich einfach, gegen deine Gruppe zu schwimmen. Trau dich, die Bücher aufzumachen. Ich habe sie vorgefunden und euch gezeigt. Und ich denke, dass die Sache klar ist wie die Sonne.